In der Folge 2 hole ich mein Reisebad der Katja nachts am Flughafen in Jerewan ab. Und dann soll es am nächsten Tag in den Süden von Armenien gehen. Das Hauptziel ist Tatev. Aber auf dem Weg dahin wollen wir am Koryab vorbei, an den Chapki-Wasserfällen. Und auf dem Rückweg geht es über Jermuk und den Weg Sivan. Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the Next Level Adventures. Guten Mutes starteten wir an der Werkstatt in Jerewan und die ersten Meter fuhr der Wagen auch super gut. Allerdings schon auf dem Highway Richtung Koryab stotterte er immer mal wieder bei Tempo 70, aber naja, so ganz gedacht haben wir uns dabei noch nichts. Allerdings kurz bevor wir nach Koryab auf den Parkplatz kamen, stockte das Auto, blieb einfach liegen und ging aus. Er ließ sich zwar wieder starten und so ruttelten wir dann ganz ungemütlich bis zum Parkplatz von Koryab, das wir auch erstmal besuchten. So, die erste Station in Koryab haben wir geschafft. Da unten steht auch der Lader. Ja, bis hierhin, so sage ich mal 2 Kilometer davor, hat er auch gute Dienste geleistet. Dann fing leider an, er zu ruckeln und hat keine Power. Wir haben es jetzt noch bis zum Parkplatz geschafft. Mal gucken, wie wir es nachher weiter schaffen. Bis Koryab haben wir es ja schon mal geschafft gehabt. Aber okay, so wie das Auto fuhr, ging ja jetzt gar nichts mehr. Und es hat ja nur noch gerüttelt und geschüttelt sich. Es kam kein Benzin am Motor an. Ergo, es blieb nichts anderes übrig, als nach Jerewan zurückzufahren. Und auf der Strecke, so circa, ich weiß nicht, es waren vielleicht 8 Kilometer vor Jerewan blieb das Auto liegen. Ich dachte, naja, okay, vielleicht kein Sprit mehr im Tank, könnte ja möglich sein, und bin losgelaufen und habe einfach mal Benzin geholt. Mal schauen, ob es an der Benzinpumpe lag oder am fehlenden Benzin. Jetzt geht's weiter. Ja, jetzt sitzen wir hier so am Rande von Jerewan. Gegenüber ist eine schöne Aussicht. Yes. Hier. Ja,
Und wir warten aber mal, dass der Motor und vor allen Dingen auch die Benzinpumpe wieder abkühlt. Denn Benzin war scheinbar doch im Tank. Denn nach 20 Kilometer kam die Sache wieder mit Streamwelle. Das ist Berufsverkehr, die Straße hat einen Standstreifen. Jetzt warten wir einfach mal ein bisschen, dass es auch abkühlt. Und wenn wir nachher losfahren, hoffen wir, dass es kein mega stauriger jetzt gibt. Wir machen jetzt was draus. Wie war unser Tag heute? Ja, super, wir haben einen Corby Rapp gesehen, sind ungefähr 40 Kilometer von Jerewan rausgekommen. Na, jetzt sind wir wieder da, genau vor, gestern um 11 waren wir hier. Ja. Heute ist es 19 Uhr und sind wieder hier. Der Lada fühlt sich hier wohl bei ihm. Mal gucken, was wird. So, jetzt seht ihr hier. Das ist die Benzinpumpe, made in China, ist richtiger Schrott, scheinbar. Und hier hat der Herr Harlik eine von sich modifizierte eingebaut und die soll wesentlich besser laufen. Ich habe ihn schon gefragt, ob er mir für nächste Woche noch eine zweite mitbringt und die ich dann mitnehmen kann. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, gestern lief nicht alles nach Plan. Wir waren in Corby Rapp, das habt ihr ja noch gesehen. Danach fing die Benzinpumpe an, völlig rum zu spinnen. Und springen auch, kann man das sagen. Ja, nachdem wir dann das Känguru-Benzin abgeschüttelt haben und eine neue Benzinpumpe bekommen haben, jetzt ein modifiziertes russisches Modell, die China-Billigpumpe ist rausgeflogen und stehen wir wieder an Corby Rapp. Heute mit dem Bergarad im Rücken und die Sonne scheint. Ja, ich hoffe mal einfach, dass alles so wie die Sonne, jetzt der Roadtrip auch sonnig wird. Und heute geht es nach Areni und dann geht es noch weiter, vielleicht bis Tatev runter. Ja, schauen wir mal, ob wir da ankommen. Das erste Etappenziel in Areni ist geschafft. Lada steht da und dahinter gibt es ja praktisch kann man Weinproben machen, Weine kaufen. Ich hoffe, Katja wird mal ein, zwei probieren. Ich muss ja auch befahren. Dann werden wir uns für heute Abend ein oder zwei Fläschlein mitnehmen oder für die nächsten Tage einfach. Und dann geht es weiter zum nächsten Spot. Das müssen wir nochmal rausgucken. Ich glaube, es ist irgendein Wasserfall. Hoffentlich finden wir den und weiter geht's dann. Aber erstmal geht es jetzt rein, ein Weinchen trinken. So, nebenan gibt es nochmal eine Winery und da kann man auch nochmal Tasting machen. Ich zeige das gerade mal hier. Gibt es verschiedene Weine. Die hier kosten 1000 Gramm zum Probieren und die hier, die Reserve-Weine 3000, so wie ich das verstanden habe. Wir werden jetzt die so mal testen, aber nur, wir sind ja zu zweit, machen wir nur eins. Das reicht voll und ganz. Und dann gibt es nochmal etwas zu essen zum Frühstück jetzt oder fast Mittagessen. It's Armenian curry, yeah? Yes. Thank you. Thank you. Dann sieht doch aber lecker aus. Gesund. Das ist eigentlich mal was Gesundes. Ich habe gerade Familie. Koriander. Tomate schmeckt richtig nach Tomate. Nicht so richtig. Thank you. Merci. So much. Oh, thank you. It's the semi-dry rosé. Yeah. A small glass. Perfect. Dry or dry? Okay. Thank you so much. Thank you so much. Probiere ich mal. Prost, den Rotwein.
Riechen tut er gut. Also besser als grün. Oh, der ist schwer. Der ist gut in dem, zu dem anderen. Der andere war dagegen mehr so Richtung Rotweinessig. Und der ist aber lecker. Den könnte man schon abends schön süffig so am Kamin irgendwie sitzen. Und ich mal auf deinen Süßen nachher oder halb lieblich. Ja, das ist nicht, es ist lecker, ja, aber nicht der Wow-Effekt, den ich. Oh, der ist doch hier süffig. Ja, aber den finde ich auch wieder dazu. Tick zu viel Säure. Ja, er hat eine Säure, ja, das stimmt, ja. Hat der sogar weniger, meine ich, der Rote. Aber auch lecker, aber nicht dieser Wow-Effekt. So, kurz hinter Areni nach dem Weintasting, das sind vielleicht nur 4-5 Kilometer maximal, gibt es dieses komische, ja, etwas, so dieses Betongerüst Tetris-Teil. Das habe ich irgendwie bei Google Maps gefunden und wollte mir das unbedingt ansehen. Ich habe mal nachgeforscht, für was das gebaut wurde. Das soll einfach nur Wasser aufhalten, wenn irgendwie Sturzfluten runterkommen. Und hat man das irgendwie testweise ja aufgebaut, ob das richtig gut funktioniert, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob es richtig funktioniert hat, ob man das öfters bauen würde. Auf alle Fälle ist es interessant anzuschauen und in der Landschaft hier, es ist super. Lada hat uns natürlich auch gut hochgebracht, der steht hier. Und jetzt gehen wir einfach mal rein und schauen uns das Ganze an, wie das von innen aussieht. Viel laufen muss man ja zum Glück gar nicht. Also, wenn man hier in der Nähe ist, der sollte auf alle Fälle sich das hier mal anschauen. Dreht sich denn der Jens schon wieder rum? Nach Areni sind wir dann zu den Shaki-Wasserfällen gefahren und als erstes ist es natürlich blöd, ein Video zu machen, ohne das Mikrofon anzuschalten, da er jetzt hier die kurze Nachwärterung hat. Vom Parkplatz aus ging es durch eine kleine Schlucht, ca. 5 bis 8 Minuten bis zu den Shaki-Wasserfällen, die wirklich sehenswert waren. So sind vielleicht nicht die riesigsten, aber sie sind wirklich schick. Also wer auf dem Weg ist, der sollte sich die nicht entgehen lassen. Und heute sind wir bei Wings of Tartev. Ja, da steht hinten auf dem Parkplatz und hier sieht man schon, ja, die große Gondel, die weggeht. Und wir kaufen erstmal 2 Tickets Hin- und Rückfahrt. Ja, schauen wir uns mal Tartev an. We'll be right back.
Alban haben wir verlassen und hinter mir ist jetzt das Tatev Monastery, das Kloster, eins mit der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Armenien, und das gehen wir jetzt mal erkunden. In Jermuk ist das Sehenswerteste der Wasserfall und die Water Gallery mit dem kleinen See davor. Das Heilwasser, welches verschieden heiß hier aus der Wand herauskommt, ist jetzt nicht besonders lecker. Jedoch ist dies meistens bei solchen Kurorten. Jermuk selbst hat nicht viel zu bieten, jedoch übernachten wir hier, bevor es morgen zurück nach Jerewan geht. Auf dem Rückweg zum Lake Sevan ging es noch zum Friedhof von Noratus, dem Kloster Hayawang, welches direkt wunderbar am See liegt, und bis zum nördlichen Teil, dem Writer's House. Hier am Writer's House am Lake Sevan. Das ist ja auch so ein bekannter Lost Place hinter uns. Ich werde jetzt mal hochgehen und mal schauen, was man für eine Aussicht hat über den See und was man da drin alles so sieht. Auf, lass uns losgehen.
der Folge 3 besuche ich das Radio Optical Telescope Rod 54 bei Yerevan. Ich war gute 3 Wochen zum Warten verdammt, da Wim so lange zurück in die Werkstatt musste. Es war einiges noch zu reparieren und auszutauschen. Freu dich auf die Folge 3 mit einem außergewöhnlichen Lost Place.